Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Bros. 3 mit dem lieben Ego. Hallo Ego. Hallo, ich weiß gar nicht, wie ich hier reagieren soll und so. Ja, weil du doch gar nicht bereit bist. Das war voll überraschend. Boah, mega, überhaupt nicht laggy. Was? Ist laggy? Ja, so ein bisschen, aber ich werde es überleben. Du wolltest unbedingt diese Blume noch töten, ne? Unbedingt. Ich wollte eigentlich noch Lakito töten. Mir reicht's jetzt. Ich brauche ein Power-Up. Aber ich will nichts Krasses dafür verschwenden. Ich glaube, ich hole mir jetzt eins, wenn das gut ist, dann benutze ich das halt instant. Du hast einen Pilz. Aber der Pilz hätte mir auch nichts gebracht. Der Pilz würde keinem von uns was bringen. Nee, würde auch nichts bringen, weil wenn man runterfällt, ist man tot. Eben. Pick-a-Box. In der Menu und raus bist du. Pilz. Blume! Und ich habe seine 2 an dich erreicht. Ich fass es gar nicht. Ich bin so heidenfroh. Ja, weil du deine ganzen Items so verschwendest, weil du wie ein Kackboom spielst. Oh, wo kam das jetzt her? Ach, ich muss Level 2 ja machen. Auf der Level 2 nochmal. Ach, egal, ich nehm Pilz. Dekadent. Ah, diese Lappen hier, ne? Du kriegst eh gleich hier am Anfang Pilz. Aber jetzt hast du Blume wahrscheinlich. Yo, jetzt kannst du die ganzen Dinger wegsnipern. Boah, diese ganzen Lappen, ne? Boah, Alter. Ich so no risk. Feuerblume? Pff, Feuer Mario. Und ohne Risiko, ohne mich. Wow. Na, wäre noch nicht so schlimm gewesen, wenn ich getroffen hätte, weil es gibt hier sowieso... Kannst du da ganz rüberspringen? Ich meine, zu deiner Seite? Ja. Nein. Null Chancen. Aber du kannst hier runter und kriegst ein Power-Up. Aber du brauchst kein Power-Up. Ja, ich wollte gerade sagen, das bewahre ich mir auf, falls ich es gleich nochmal brauchen sollte. Du brauchst es auf jeden Fall. Wir sind so scheiße. Das ist voll die schlechte Musik und wir freuen uns voll. Das ist Kindheitsmusik. Also fickt euch ins Knie. Das ist, Level ist irgendwie voll einfach, oder? Irgendwie ja. Komm raus, komm raus, komm, 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 komm. Ja, beat me. Nein, das tust du, Junge. Ich wollte sie unbedingt tot sehen. Unbedingt. Und da verlierst du jetzt dein zweites Power-Up. Kann nicht springen. Alles ein bisschen hoch. Sag ich doch, du willst jetzt nicht schauen. Ja, blöde ist das wahr. Egal. Und jetzt hol dir. Warte, schau mal, ob hier irgendwo ein unsichtbarer Block ist. Sieht so aus. Ja, da oben ist irgendwo eine unsichtbare Wand oder so, kann ich mir vorstellen. Oder man musste vorher einfach einmal reinspringen, aber. Ah, ich hab keine Ahnung. Und wieder kein Stern. Hast du toll gemacht. Und der Room ist aber schon mal, ne? Das ist das Item, was ich jetzt bekommen habe. Das ist einfach. Destiny, Mann. Ja, absolut. Okay, Meat Shield wird immer kleiner. Je schlechter ich spiele, desto kleiner wird mein Meat Shield. Oder die Level werden immer stärker. Oh. Na, ganz toll. Hast du gut gemacht, Blacky. Weiter so. Das ist auf jeden Fall etwas, wo auch man aufbauen kann. Alter. Du wolltest es aber unbedingt wissen, ne? Ja, schon. Wow. Wir wissen immer noch nicht, was da drin ist. Doch, ein Pilz. Du hast Pilz. Ihn schon mal angetippt, aber du hast ihn... Das stimmt. Der ist in die falsche Richtung geflogen und ich hab einfach... Oh. Dem Blinksy Hallo gesagt. Alter, mich nervt das Level. Wie oft bin ich jetzt hier gestorben? Das gibt's doch gar nicht. Soll ich jetzt hinkommen und regeln? Das ist halt... Ja, regel das mal bitte. Ich mach das zwar nicht gerne, weil ich mir immer denke, Alter, dann führst du Blackens am eigenen LP vor, weißt, aber... Tschüss, Stern. Ich find's gut, wie ich dich vorführe, ne? Ja, absolut. Ich bin halt auch einfach ein schlechter Mensch. Die haben mich vorgefiltert, Alter. Ich komme jetzt noch dumm vor. Boah, Alter, der ist so gut für mich. Also, oh. Mann, ich muss halt einfach noch an deinen Skill kommen. Das ist einfach
Komm, du verreckst jetzt eh wieder voll, Junge. Natürlich verreck ich jetzt wieder. Ja, jetzt wieder verrecken. Was ist falsch mit mir? Geh, Mann, meine Fresse noch eins. Was ist falsch mit mir? Warum kann ich das nicht? Mein ganzes Meat Shield. Wir müssen übrigens noch zur Burg kommen, gell? Wir haben noch 6 Level, noch 4 Level vor uns. Ja, ich überlege gerade, aber macht keinen Sinn, uns ansetzen jetzt schon. Alter, wir werden Game Over gehen, sehe ich gerade. Fuck das. Nein, Quatsch. Jetzt kannst du den Stern noch gleich mitnehmen. Ja, wollte gerade sagen, jetzt nehme ich ihn einfach mit. Ja, ne? Wenn der Stern dann umbringt. Und ich würde den auch nur mitnehmen, den Stern. Hä, ich würde den auch noch mitnehmen, wenn es so wäre. Ach, hier kann man einfach rüberlaufen. Natürlich. Ein Spaltboss. Alter! Ich will das einfach wissen! Nein! Nein, warum springst du? Warum springst du, Mann? Du hättest überhaupt nicht springen müssen! Warum springst du? Warum? Ich dachte, das macht Spaß! Warum? Schade, dass wir keine Leben bekommen für getötete Gegner im Sternmodus. Ja. Das Spiel verarscht mich doch, oder? Für was will ich diese Scheiße nutzen? Oh. Alter, das ist... Alter! Fick dich, Lakito, fick dich! Ich war so weit, ich hatte... So ein schwieriges Level. Das gibt's doch gar nicht! P-Flügel, eindeutig P-Flügel. Ja, das wäre die Lösung. Mann, das Level! Ja, ich nehm's mit. Blöden Sterne hier, okay, oder nicht? Ich bin ja echt gespannt, ob du es jetzt schaffst. Ich glaube an dich. Wenn ich so wie gerade spiele, ja. Das wäre jetzt nicht schwer. Hier rüber, hier durch. Rüber. So, hier runterlaufen. Hier rüber. Da rein. Ein Zentimeter drüber, weißt du, ich wäre rüber katapultiert worden. Natürlich, aber der Zentimeter war zu kurz. Ja, schön, wirf ich uns so ein einfaches. Das Level ist auch nicht schwer. Es ist kein schweres Level. Nur, man versucht es einfach nur eben so, um alle Mittel abzuschießen, so am besten so gut es geht, mit allen Sternen und alle Gegner töten. Und dann verreckt man. Und wie du siehst, wenn man es wie Ego macht, dann kommt man zumindest dem Ziel mal nah. Wenn man dann noch so ein bisschen so ein Fingchen-Skill hätte und man nicht an so einem scheiß Cooper verrecken würde, dann wäre dieses Level sogar einfach. Du willst unbedingt diesen Pilz haben, ne? Boah, ich war gerade schon kurz einfach zu drücken und wo ich dachte, du wolltest auch wieder springen, oder? Ich habe nichts dazugelernt, ich bin Ego. Man hat aber gesehen, dass du ganz kurz gezögert hast, Alter. Nee, überhaupt nicht. Ich habe gewusst, dass ich hier durchrennen muss. Aber das ist die Frage, weil beide Level müsst ihr auf keinen Fall machen. Ja, aber rechts gibt's ein Haus. Das denke ich mir auch. Und du weißt nicht, ob du rechts bei der Röhre rauskommst oder links. Geh mal auf Feld 4, also nur... Ja, Feld. Man hat sie eh nicht gesehen. Oh geil, doch, ich liebe das sowas. Wasserwelt, oder? Ne. Oh geil. Ja, ist okay. Hey! Die Welt 7, ich hasse sie so sehr. Sie ist so schwer. Schau mal, ob hier irgendwo Pilze drin sind. Ja, wo scheiß drauf. Geh einfach weiter. Wenn ich jetzt hier durchkomme, ist der Buch, ob hier Pilze drin sind oder nicht. Also nein, theoretisch nicht, praktisch auch nicht, aber doch. Schipp doch einfach.
Kannst du da links hoch wieder? Nee, zu dem Block? Ja. Ach so. Ach scheiße, so ein Puzzle-Game. Nee, links wirst du nicht hochkommen. Bis die anderen noch haben. Hier, wow, wo kommt denn das jetzt her? Au. Pilz vielleicht irgendwo mal... Nein, da bleibe ich ja die ganze Zeit unter Spannung. Links rüber auf jeden Fall. Boah, wenn ich da jetzt... Hast wow, dieses Level. Echt? Ego, das wird nicht funktionieren. Irgendeiner von denen muss es ja sein. Ah, wow. Nehmen. Warte, links, nach links, nach links. Nicht darunter, nicht darunter, nicht darunter. Nach links, ganz nach links. Und darunter meinst du? Darunter, ja. So, den jetzt mal feste, dankeschön. Wenn da jetzt nichts Gutes drin ist, ne? Rast dich aus. Da wird ein Pilz oder so drin sein. Pilz ist okay. Ein bisschen Sicherheit für dich, Mann. Und jetzt könntest du noch in die andere Falle gehen, dann würdest du vielleicht noch ein Ding bekommen. Noch eine Blume oder eine Feder. Nö. Das ist nämlich also die. Da nicht. Das ist fake. Nee. Da ist ein Leben. Ach, jetzt kannst du links in die Röhre und dir das Leben holen und das Power-Up. Nice. Gleich links, gleich rechts rüber, jawohl. Okay, das war worth, glaube ich. Same. Nice, aber die Zeit wird in dem Level, glaube ich, knapp. Nein, ich habe doch drei Minuten. Ich mag so Puzzle-Levels eigentlich. Hm? Ich mag so Puzzle-Levels. Same, aber. Zeit wird echt knapp, ne? Ja, ich muss den Block ja aufmachen, ne? Musst du nicht, ne? Du kannst auch. Du kannst es auch über einen Skill-Move machen. Du kannst über die kleine Lücke drüber und dann gleich ducken. Dann kannst du direkt drüber. Weißt du, wie ich meine? Ja, aber. Das war Klose. Miroslav Klose. Aber du kommst voll gestärkt aus dem Level raus. Gut, ne? Also wenn du es jetzt schaffst, was ich natürlich nicht glaube. Ich glaube, hier muss man eh nicht rein, aber ich mach's trotzdem mal. Ja gut, du hast eine Feder, das ist hier ja billig. Bei mir leckt's voll. Naja, das ist für einen Arsch. Eins weiter rechts. Oder nee, unten, noch weiter. Unten weiter, ne? Ja. Natürlich. So funktioniert das nämlich. Jetzt kannst du, genau, da kannst du rüber und dann oben rum. Ja, alles klar. Nein! Wow! Nein! Fuck it. Nein! Ego, was tust du? Oh Gott, denn hier ist jetzt auch wieder zu. Du musst da auch alle aktivieren und dann musst du nochmal nach links. Ah ja, hier, okay, alles klar. Ja, es ist ja noch okay. Wenn ich jetzt meine Power-Ups von habe, fuck mich mega ab, aber... Ja. Ohne Power-Ups wäre ich halt gestorben, ne? Das ist halt... Ich hätte so gelacht, ich hätte so gelacht. Ich hätte irgendwie angespuckt. Beim nächsten Mal mache ich es direkt von der anderen Seite frei, aber... Kann ich mir den Stern von dir klauen? Ja, kannst du machen. Ja. Irgendwer von uns muss ja das Meat Shield sein. Aber vor allem, weil wir das rechte Level auch nicht unbedingt brauchen. So, jetzt mache ich erstmal... Erstmal zu sicher das Pilzhaus. War jetzt eigentlich doof, gell, wenn du dann stirbst. Ja, aber eigentlich... Ja, wenn du stirbst, muss ich das Level auch wieder machen. Nee, jetzt ja nicht mehr. Kann sein, dass die Röhre jetzt zum Beispiel weiterführt. Bist du erstmal wieder safe, genau? Ja, ich will erstmal gucken, wo mich die Röhre hinführt. Schauen wir mal. Wo bin ich? Was? Ich gab's da nicht irgendein Item, um die Platz zu machen? Willst du den Hammer probieren? Okay, geht nicht. Ja, ist diese Platte, die jetzt erstmal, ne? Mega useless. Ja, das bringt erstmal gar nichts. Aber gut, das ist ja diese Welt, die einen verarscht mit den Röhren die ganze Zeit. Ja. Bleibt da ja leider nicht auf. Bleib verstehen, ne? Oh. Alter! Ja, nimm! Ich will jetzt nicht reinlaufen.
Scheiße, Mann. Das war gerade mega blöd. Wo dieses Ding hüpft immer genau da, wo ich nicht hin will. Okay, ich hab wieder 11. Meat Shield ist wieder activated. Danke, Ego. Okay, jetzt hole ich mir einen Stern. Das ist kein Stern, das ist der rote Stern, von dem Ego immer gesprochen hat. Ja, super, wenn du jetzt voll machst, kriegst du 2 Leben. Sag ich ja, doppelt so viel wie immer. Okay, wieder bei 13 Leben, das ist schön. Allerdings. War es das von diesem Part? Schön beendet. Was? Danke, Ego, dass er. Ja, hier geht's dann quasi da runter. Und dann können wir oben nach Level 6 gehen. Ja, dann müssen wir jetzt noch 3 Level schaffen, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ach, ja, easy. Jo, meine Freunde, was ist von diesem Part? Und im nächsten Part geht's weiter. Nee. Doch. Ohne Scheiß. Geil. Bis dann und ciao. Ich freue mich schon. Euer Blacky. Und Ego. Ciao.